Also einmal kurz, wenn da so jemand kommt wie Walter, dann fällt einem eine Sache schwer. Und zwar das, was ich euch jetzt sagen werde. Schön, dass ihr am Start seid zum Drei-Städte-Battle. Drei Städte, drei Bürger. Wir fahren nach Hamburg, Karlsruhe, München. Sind jetzt in Karlsruhe, Südwesten Deutschland. Ich wusste es vorhin, ich hab's gegoogelt, das weiß ich. Wir werden die besten Burger testen. Eure Empfehlung war natürlich gefragt und die Schwergewichte jeder Stadt werden getestet. Jetzt geht's zu Deli Burger. Wir ballern uns rein und gucken, was er kann. Let's go. Jede Stadt bringt sein Feeling mit sich. Guckt euch mal diesen Hintergrund an. Das ist ein Traum, dieses Gebäude da hinten. Und das Erste, was ich hier in Karlsruhe gedacht habe, ich sage es euch, war im Auto, durch die Luftströmanlage im Auto, das hat gerochen nach Süden. Und jetzt geht's zu Deli Burger. Burger ist hier vorne. Ich gönne euch jetzt noch nicht den Zoom. Seit Ewigkeiten habt ihr diesen Burger empfohlen. Jetzt werde ich ihn endlich testen. Es gab, glaube ich, kaum einen Burger, der so oft empfohlen wurde. Wir werden schauen, wer von den drei Städten natürlich zum Schluss am besten abstaubt. Wer holt sich die Krone der drei Städte und eventuell auch den Titel zum besten Burger Deutschlands? Wir werden da jetzt erstmal rinne gehen. Also ich habe hier die Jungs am Start von Deli Burger, den Chef Lukas und den Sascha. So, die haben sich kaputt gelacht, weil ich eben gesagt habe, ich habe einen Tee getrunken und war geflasht, weil ich bin da nicht so koffein und so. Ich war voll weg, komplett auf Sendung gewesen. Aber um zum Thema zu kommen. Wir werden jetzt euren Burger testen. Ich habe ja von 1000 Leuten die Empfehlung bekommen, schon seit Ewigkeiten, dass dieser Burger einfach reinknallt. Was uns ausmacht, sind wirklich die Zutaten, die wir hier aus der Region beziehen und dass wir wirklich alles selber machen. Das gibt für uns einen optimalen Geschmack. Sprich, derjenige, der jetzt hier eine Glutamatpeitsche erwartet, den müssen wir leider enttäuschen. Bei uns ist es ein wirklich klarer, puristischer Geschmack, aus Wesentliche reduziert, kleine Karte. So wollen wir das sehen. Keine Geschmacksverstärker, keine Täuschung, das kann jeder. Das kriegen wir bei McDonald's oder sonst wo, aber das wollen wir hier nicht. Rein theoretisch, würdet ihr jetzt nur so angenommen für euren Burger wetten? Würdet ihr eine Wette eingehen? Auf jeden Fall, der erste Platz. Das ist Geschmackssache, ja. Aber ich habe mir die Videos angeguckt und ich bin der Meinung, wir brauchen uns da echt nicht verstecken. Letztendlich entscheidet Geschmack. Geschmäcker sind unterschiedlich. Von der Qualität her brauchen wir uns da auf jeden Fall nicht verstecken. Da gehe ich eine Wette ein. Okay, also angenommen, der nächste Gastronom, aber mit dir um meinetwegen 250 Euro wettet, welcher Burger besser ist. Ohne dass du jetzt weißt, gehst du ein, die Wette? Auf jeden Fall. Du hast Eier, Mann. Ich schwöre, ich mag Eier. Das machen wir. Auf Lobo-Basis aber. Nicht auf meine Kinder und Sonstiges, aber sowas machen wir. Ja, geil. Okay, dann gehen wir rein. Also wir akzeptieren auch, wenn Burger mit Messer und Gabel gegessen werden, aber für uns gehört es eigentlich mit der Hand gegessen. Deswegen ist hier ein Gast. Ein Waschbecken. Oh, geil, Mann. Wenn jetzt hier ein Gast kommt, ne, der geht hier vorne hin, so wie ich zum Beispiel, hat sich richtig die Fresse eingesaut und der kommt dann hier hin und macht erstmal so hier den hier und so. Für dich wäre das ideal, wenn man sich die Videos anguckt. Ja, ich mach das danach. Ich schwöre, ich mach mir noch so eine Gesichtsdusche. Ja, ja. Und dann sieht man hier, also normal bestellter Gast hier, das ist auch außerhalb von Corona nicht. Und dann sieht man hier eine ganz üppige Spülküche. Moin, hallo. Und hier nochmal unsere Vorbereitungsküche. Das sind so wirklich unsere selbst eingelegten Zwiebeln, ja, unsere Gurken, Jalapenos, die wir selbst einlegen. Mit den Gewürzen dann. Also das ist nicht hausgemacht, einmal auf und eine Prise Salz, sondern das ist hausgemacht, wirklich von vorne bis hinten. Deswegen arbeiten hier auch 35 Menschen im Team. Boah, krass. Weil wir halt wirklich alles selber machen und es braucht Hände. Hier werden unsere Pommes gestanzt. Hier sind gleich die Brioche-Brötchen, die von einem Karlsruher Bäcker kommen, aus einem regionalen Korn. Die werden nochmal über den Butterroller gezogen, schön warm gemacht und butterig gemacht. Das heute Morgen frisch gewolfte Fleisch liegt auf dem Grill. Und hier wird es dann final zusammengestellt und geht dann raus. Brioche, schöne Zuckernote, milchig am besten Geschmack, schön weich. So muss das sein. So sieht es aus auch schon mal. Guck mal, hier siehst du auch nochmal, wo kommen all unsere Sachen her. Also unser Fleisch, wo beziehen wir das her? Der bekommt es unter anderem vom Hedwigshof. Und dann sieht man hier auch noch mal unsere Bäckerei, die das Brötchen backt aus einem regionalen Korn. Unsere Kartoffeln, die wir aus der Pfalz beziehen und unser sonstiges Gemüse auch. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, wo kommen die Sachen her. Weil wir wollen damit kleine Betriebe unterstützen. Wir wollen eine maximale Qualität und das ist unser Anspruch. Finde ich geil, genauso muss sein. Jungs, was habt ihr eben gesagt? Ihr bester Burger oder was? Auf jeden Fall. Ja, was macht den Burger aus hier? Einfach die frischen Zutaten und der Geschmack, unglaublich. 1 bis 10, welches Ranking? Schon 11. 11, ja. Sehr gut.
zu viel Geld schon ausgegeben. Okay, glaube ich. Also, aber man sieht es dir nicht an, du hast gute Figur. Ja, ja, geht noch, geht ja, noch. Ja, zeig mal, kannst du Bauchmuskeln zeigen einmal? Nein. Doch, komm, einmal. Wäre Corona nicht so gut. Doch, glaub mir, die Frauen wollen das sehen. Er traut sich nicht. Nein, okay, alles gut, danke Jungs für die Action, ne? Bis dann, ciao, ciao. Also, hier ist es ganz simplistisch gehalten. Das ist unser Signature Burger. Das ist wirklich unser, mein Favorit, muss ich sagen. Und der ist zum Signature Burger geworden mit Zwiebelrelish. Das sind Zwiebeln, die langsam karamellisieren, mit Essig abgelöscht werden und dann schön einkochen und einem krossen Bacon dabei. Von den Burgern so an sich, ne? Seid ihr an sich relativ basic? Also, ihr habt jetzt nicht den richtig ausgefallenen, super fancy irgendwie Scheiß, ne? Das habt ihr nicht. Das machen wir manchmal als Special, aber diese Karte in der Qualität jeden Tag, 7 Tage die Woche abzubilden, ist für uns schon eine mega Herausforderung. Deswegen beschränken wir uns darauf. Ja, also bei Burgern mag ich gerne das Klassische. Wir nehmen den Cheeseburger und wir nehmen den Deli-Burger. Die werden wir beide testen. Machen wir das so. Also wir haben jetzt den klassischen Cheeseburger, den mache ich immer Cheeseburger, für mich ist das so Disziplin. Beim Italiener gibt es eine Pizza zum Testen, beim Griechen Gyros, also die Paradedisziplin muss getestet werden. Wir haben hier diese wunderschön selbst eingelegten Gurken, wir haben selbst eingelegte Zwiebeln, alles vom Feinsten. Und jetzt lassen wir uns das schmecken. Allererst, was du merkst, habe ich das so in der Intensität bei McDonald's damals nur gehabt. Ist nun mal ein erfolgreiches System, das hier ist es ein besser. Du beißt in diesen Burger und du hast diese Röstaromen, dieses Fleischige, was ich eigentlich nur von McDonald's kenne. Das hast du direkt und direkt im Nachgang, bam, knallt euch die Gurke in die Fresse. Das ist genial. Ganz sanfte Burgersoße, also nicht so, dass es an Intensität fehlt, sondern die ist einfach so geschmeidig, würde ich sagen. Hier haben wir eine richtig dicke Ladung Bacon jetzt drin. Diese Relish da drin, Zwiebelrelish, ne? Butterweiches Brioche auch. Eins sage ich euch schon mal jetzt, Endbewertung kriegt ihr am Schluss. Bei eins kann ich euch schon mal sagen, eine der besten Burger, die ich hier gegessen habe. Nächster Tag, nächster Burger. Ich habe eben schon Franklin getroffen. Ich bin hier in Wolfratshausen gerade und jetzt geht's nach Unterhaching. Direkt neben dem Fußballstadion ist ein kleiner Stand. Franklin sagt, das ist der absolute Hammer. Eigentlich würde er eine 10 von 10 geben. Kann er nicht ganz, er möchte ihn noch ein bisschen was fürs Leben offen halten, dass er sagt, vielleicht kommt noch mal ein besserer Burger. Wir gucken mal, wir fahren jetzt hin und treffen The Franklin. Habe die Ehre, Jürgen. Grüß dich. Ich muss dazu sagen, wir haben uns eben schon beim anderen Video gesehen. Deshalb gibt es jetzt keinen Zungenkuss, sondern nur so eine Begrüßung. Ja, Digga, wir machen nachher noch ein bisschen rum. Ja, Julian hat mir vorhin gesagt, Smashburger, das Heftigste, was du gegessen hast. Smashburger, so gut, wie man ihn nur machen kann. Besser geht's nicht. Normalerweise muss man dazu sagen, der Besitzer des Ladens heißt Dave. Und das ist ein Ami, der hier nach Deutschland gekommen ist. Der macht das mit Leib und Seele. Also wirklich, der liebt und lebt Burger. Und der zimmert ihn jedes Mal raus. Ich war jetzt schon etliche Male hier. Jedes Mal war Dave da. Heute bist du da. Heute ist er krank. Ich hoffe, dass der Ersatzspieler genauso gut ist wie der Hauptspieler hier. Ne? Ich hoffe. Also die Burger sehen heftig aus, das sage ich schon mal. Ja, das kann was, also kann was, ist auf jeden Fall Münchens bester Burger. Meine Meinung und auch was Google-Bewertungen und so weiter angeht, auch was man so im meisten Tonus hört, ist der beste Burger Münchens. Okay. Ich guck mal schon mal, ob ich unauffällig hier einmal kurz zeigen kann, wie viel los ist. Ja. Also es befindet sich mitten auf dem Edeka-Parkplatz. Ja. Nur noch mal von außen, dass ihr einen Eindruck habt. Wirklich ein ganz kleiner, bescheidener Stand. Aber die haben es in sich. Pennsylvania Burger nennen wir, ne?
Da ist der gute Eier. Ich hoffe, du hast nicht zu viel versprochen, Jörn. Wenn er so ist, wie er immer ist. Er ist doch eigentlich mit Doppelfleisch. Oder ist da Doppelfleisch drauf oder bin ich dumm? Sieht mir nur noch einfach aus. Hat er, glaube ich, verschissen. Also, Jörn, mein erstes Feedback an dich. Es ist genau das, was ich mag. Das kommt mir so matschig rüber. So richtig schön weich. Optik hier mit den Jalapenos. Hier noch schön die Mayo, Käse. Schöne Süße. Die Zwiebeln sind so krass, das knistert direkt, wenn man da reinbeißt. Richtig krass. Käse, der Garn ist krass. Dieser Cheddar-Geschmack, wie der direkt durchkommt. Weiches Bun, holzriges Aroma, direkt. Das kommt oft bei Burgern nicht durch, bei denen kommt das durch. Das Brioche-Bun kommt mit dem Fleisch und dem Fett, das vermischt sich so perfekt einfach nur. Und oft sind die anderen Sachen zu intensiv, sodass nur das Bun zum Beispiel nicht merkst. Du schmeckst alles einzeln nacheinander, kommt jeder Geschmack einzeln alles durch. Alles kommt einzeln raus. Ja. Allein schon die Farbe von dem Brioche-Bun. Das ist so golden. Du denkst einfach nur noch an Butter. Du isst das und du hast so einen dicken Block Butter vor Augen. Ja. Das ist was schmeckt heftiger als Butter. Das Ding ist, wenn du doppelt Fleisch hast, dadurch, dass halt ein Smashed Patty sehr, sehr dünn ist, hast du halt jetzt hier den Fleischgeschmack nicht so stark. Ist mir auch aufgefallen, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass der Fleischgeschmack nicht ganz so stark war. Aber natürlich, beim dünnen Smashed Patty, wie soll da dieser Speis... Ich bestelle uns mal schnell. Wir machen den ganz schnell mit doppelt Fleisch. Ja, sag den. Das müssen wir testen einmal. Ich schwöre es euch, ich weiß nicht, das ist so heftig. Ich habe letzte Zeit die krassesten Burger gehabt, die überkrassesten. Food Brothers Berlin, diesen Burger, dieser andere Burger auch schon, war auch so Endgegner. Oh, ich weiß es nicht, Leute, was ich da jetzt mitmachen soll, Mann. Wir fahren gleich nochmal ein weiteres Video machen, weil ich dafür so viel Zeit brauche, drüber nachzudenken. Ich werde bis zum nächsten Video warten. Im Auto habe ich eine Fahrt alleine und werde mir die Bewertung überlegen. Ich muss den Laden verteidigen. Ja. Wir haben verkackt. Ja. Auf dem Burger ist normalerweise nur ein Fleisch drauf. Ah. Aber ich nehme ihn immer mit zwei Fleisch. Was schmeckt noch besser? Ah, okay. Jetzt ist nämlich in meinen Augen perfektioniert. Das, boah, das guck mal jetzt von der Optik. Schau dir das mal an einfach. Wow, ganz böse. Schau dir das mal an. Mit dem Bacon nebenan noch. Das ist auch die gute Hermanns-Mayonnaise. Auch in der Saftigkeit. Ich sage es euch. Also, das ist ein ganz kniffliges Ding zwischen zu saftig und das fließt runter und die Fresse ist zu voll in dieser perfekten Saftigkeit. Und der hat eine perfekte Saftigkeit. Jetzt kommt auch das Verhältnis von Fleisch und Soße an einem. Ich habe eben schon gesagt, Jörn, ich werde in der Autofahrt in mich gehen. Ja. Werde ich gleich beim nächsten Spot werde ich dir die Bewertung mitteilen und die seht ihr am Ende des Videos. Moin, ihr Lieben aus Köln. Wir sind am Start bei der fetten Kuh. Und die fette Kuh, ich würde jetzt behaupten, das ist relativ vielen schon Begriff, weil das so, sag ich mal, nicht mal mein Insider ist. Über Köln hinaus kennt man die fette Kuh. Ich habe auch früher mal gegessen. Ich erinnere mich an den Burger, das ist für mich persönlich, bei mir in den Gedanken, der heißeste Kandidat überhaupt auf den besten Burger Deutschlands, weil der vieles vereint hat, von Röstaromen bis Fleischgeschmack. Wann weiß ich nicht mehr ganz genau. Mein Kollege Marcel hat es sogar so gesagt, er hat mir den empfohlen damals. Er hat geheult, als er den gegessen hat. Wirklich, er hat es gesagt. Und jetzt kommt der gute Walter und er wird uns mal eben in die Annalen des Burgers entführen. Also, wir sind hier jetzt schon am Start und ich versuche hier mal einfach rumzudingsen. Ich kann natürlich jetzt nicht alles aufnehmen. Ja. Also, einfach Überblick vom Laden, ganz schnell. Und wir haben hier den Walter am Start. Wir gehen jetzt erstmal in die Küche, damit wir einigermaßen Geräuschkulisse haben. Also, wir haben hier jetzt erstmal den Walter am Start. Der Walter ist der Inhaber hier, der Gründer von der fetten Kuh, kann man so sagen. Genau. Ich habe eben schon meiner Community gesagt, ihr seid der heißeste Kandidat überhaupt auf den besten Burger. Das freut mich auch sehr zu hören. Also ich weiß früher, was diesen Burger ausgemacht hat, als ich ihn schon mal gestern. Heftige Röstaromen, schöner Fleischgeschmack, was du nicht bei jedem Burger hast, lange nicht. Oft schmeckt er nach gar nichts. Ja. Aus deinen Worten, was macht euer Burger aus? Unserem Burger auf jeden Fall das Bun, ganz klar nach unserem Rezept von einem Bäcker hier vor Ort, jeden Tag frisch gebacken nachts. Ja. Unser Fleisch kommt von Weiderindern, vom Niederrhein, jeden Tag frisch gewolft, nicht gefroren, super wichtig und halt mega heiß auf einem richtig schönen heißen Gasgrill gegrillt. Das gibt die geilen Röstaromen und ja. Ich würde einen klassischen Cheeseburger nehmen, das auf jeden Fall. Aber sehr gerne, wir haben drei Käse zu Hause. Wir machen mit Büffelmozzarella, Gruyère oder mit Cheddar. Ich empfehle immer den Gruyère. Den Gruyère. Weil der hat so ein bisschen einen Geschmack. Dann nimm mir den Cheese, weil, Leute, versteht mich nicht falsch, nimm auch gerne mal einen Special Burger, aber in meinem Herzen, den Cheeseburger esse ich manchmal am liebsten. Ja, da sieht man den Tropf.
klar ist er. Rosa in der Mitte. Der Patty erinnert mich beinahe so ein bisschen an klassisches Brötchen, muss ich sagen. Klassisches Brötchen. Es ist ein Weizenbrötchen mit ein bisschen Maismehl noch drin. Mhm. Es ist aber nicht zu viel, finde ich. Es ist, glaube ich, eine ganz geile Verpackung. Es darf ja nicht zu viel Brot sein und nicht zu wenig. Und er muss dem Essen ja auch standhalten. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Haut aber gut rein, wenn man. Oh ja. Der heute Abend einfach mal die ganze Küche auseinandernehmen. Sorry. Ich werde mich jetzt richtig in meine Bewertung reindenken. Ihr wisst ja, Bewertung gibt es am Ende des Videos. Du hast uns halt erstmal auf sich wirken lassen. Zur Bewertung vom Deli Burger. Vom Herzen danke für die Empfehlung. Von mir gibt es knackige 8,7 Punkte. Heftiger Burger, ehrlicher Burger. Kranke Rösterung, kurz gesagt, Rest habt ihr vorhin gehört. Weiter geht's zur nächsten Bewertung. Mein bester Burger bisher hat einen 9 von 10 Punkten, ne? Okay, ja, gut. Mein bester Burger hat einen 9 von 10 Punkten bekommen. Ich glaube, bestimmte Sachen beim Burger kannst du fast nicht besser machen. Das ist die Saftigkeit, das ist dieser Käsegeschmack, die Kombi mit der Soße, die Zwiebeln, die knirschen. Das geht anders, aber nicht unbedingt besser. Ja. Was eventuell noch ein bisschen besser gehen würde, wären die Röstaromen vom Fleisch. Ja. Das wird noch einen ganz kleinen Tick besser gehen, aber das ist so ein krass meckern auf hohem Niveau. Nur ich suche ja immer, was noch besser gehen würde. Ich gebe dem Burger auch eine 9 von 10, weil besser kann ich nicht sagen. Weil der andere hat anderen Stellen, aber der ist absolut heftig krank und ich liebe dich. Ich schwör's dir, der ist so heftig gewesen. Also, bis jetzt mit der, für dich mit Fußball ist der beste Burger. Ja, der Typ hat Ahnung vom Fressen. Krass, ja, 9 von 10 ist auf jeden Fall super stabil, würde ich sagen. Ja, sehr, sehr nice, das freut mich. Und dir, Jürgen, du warst nur bei einem Burger dabei. Danke fürs Dabeisein. Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte. Ja, und auch in diesem Video unbedingt Jürgen wieder ein Abo dalassen. Ich verlinke den Bengel da am Schluss. Ja, du. Die 1 Million Abonnenten müssen wir jetzt wir auch müssen mal knacken. Voll werden, es muss die 1 Million voll werden. Die müssen wir jetzt mal rein hier. Da bin ich wieder von zu Hause zur Bewertung von der fetten Kuh. Ich muss euch sagen, bei der fetten Kuh einmal auf Realtalk-Basis wirklich, wenn du so ein Typ hast wie Walter, der einfach so mega heftig nett ist, dich durch den Laden führt. Das war so einer der krass sympathischen und kooperativsten Menschen bei so einem Burger, den ich je hatte. Super Typ. Deshalb fällt mir folgendes schwer zu sagen. Ich war ja schon zweimal da bei der fetten Kuh und der Burger war Endlevel. Ich habe ihn im Kopf als den besten Burger, den ich je gegessen habe. Und mit der Einstellung bin ich da rangegangen. Aber irgendwie, ich denke mir mal, durch die Aufregung, durch sonst was, kann ja viele Faktoren mal, hat er diesmal ein bisschen eingekackt. Ich habe eigentlich schon eine Aufnahme aufgenommen, wo ich euch keine Bewertung gesagt habe, was aber irgendwie auch unfair anderen Läden gegenüber. Ich würde ihnen jetzt tatsächlich nur eine 6,5 geben, aber ich gebe ihnen eine zweite Chance, weil ich weiß, und das sage ich jedem und jedem, der da hingeht und jetzt sagt, hä, was ist denn da los? Da muss diesmal irgendwas passiert sein. Das war nicht normal. Ich war ja selber schon da und weiß, wie heftig der ist. Lieber Walter, verzeih mir, aber ich habe es schon ohne Bewertung aufgenommen. Ich schwöre es dir, aber das kann ich anderen Läden fairnesshalber nicht antun. Aber ich komme wieder und dann wird geschnackt, wo falls diesmal eine zweite Chance. Das räume ich dir ein. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich danke euch, dass ihr am Start seid. Haut die Glocke an. Unbedingt, wenn ihr die Glocke nicht habt, damit ihr wisst, immer wenn ein Video an den Start kommt, Daumen oben, Abo, Kommentar gerne, wo es als nächstes hingehen soll. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Pff.